Norbert, ich brauche hier einen Cleaner. Da habe ich schon größere Schweinereien gehabt. Das ist ja schon wieder alles eingetrocknet. Können die nicht mal eher Bescheid sagen? Ich halte das nicht mehr aus. Wenn ich doch nur kündigen könnte wie in einem normalen Job. Bertram. Claudia, ich muss dir was sagen. Die Uni in Portland hat mich genommen. Portland in Oregon. Ja, ich fliege nächste Woche. Und was wird dann aus uns? Das müssen wir sehen. Ich melde mich auf jeden Fall regelmäßig. Ja. Was machst du hier? Ich bin jetzt hier Professor. Ich suche hier was. Was machst du denn hier? Seit wann bist du wieder in Deutschland? Warum hast du dich nie gemeldet? Ich habe dir geschrieben, du hast mir nie geantwortet. Willst du mich jetzt erschießen oder was? Das müsste ich jetzt tun. Das ist mein Job. Ist das dein Ernst? Du bist doch keine Mörderin. Nein. Ich bin Cleanerin. Und du hast mich gesehen. Claudia. Denk doch mal daran, wie es damals gewesen ist. Es könnte alles wieder so sein wie früher. Alles okay. Norbert. Ich habe alles im Griff. Nur noch einmal durchwischen. Ich kann dir helfen. Du? Du hast mich doch schon mal im Stich gelassen. Ich habe Beziehungen. Ich kann dir aus dieser Drecksarbeit raushelfen. Willst du dein ganzes Leben für die Mafia arbeiten? Du hättest doch so gerne als Ärztin gearbeitet. Du hattest doch Ambitionen, wolltest Menschen helfen und nicht ihre Leichen wegräumen. Ich kann dich unterstützen, dein Studium abzuschließen. Niemand. Niemand steckt ungestraft bei der Mafia aus. Ich habe einen Freund bei der Staatsanwaltschaft. Mit Zeugenschutzprogramm und so. Der regelt das schon.
Es hilft dir nichts, wenn du mich jetzt erschießt. Du hast die Wahl. Die finden mich doch überall. Wo soll ich denn hin? Das sind Profis, die machen das. Ich kann meinen Freund direkt anrufen. Das muss ich mir gründlich überlegen. So eine Chance kriegst du nicht nochmal. Jetzt. Oder nie. Okay. Ich pack zusammen. Mach den Anruf. Niemand steigt ungestraft bei der Mafia aus. Norbert, ich brauche hier einen Cleaner.